Moin Moin Cardujana und herzlich willkommen zu unserem neuesten Container Opening. Der liebe Trubanix hat uns 130 Container gesammelt, die wir eventuell jetzt alle hier in einem Zug aufnehmen oder aber ich mache zwischendurch irgendwann einen Cut, dann lasst euch einfach mal überraschen. Der liebe Trubanix hat mir ein Thema auch zur Verfügung gestellt, worüber ich ein bisschen quatschen soll. Zum einen soll ich euch mal zeigen, wartet mal, ich muss sie erstmal finden. Er meint, er hätte Schiffe hier markiert. Achso, ich muss vielleicht auch mal ganz nach vorne. Er hat hier die Ab Kongo, er hat hier die Ab Kirishima, die Ab Haruna, Ab Hiyai, die Mutsu. Achso, mit dem gleichen Kapitän drauf. Akatsuki, und ihr seht schon oben rechts, das sind alles Damen oder halt ein Teddybär. Und das sind die ganzen Anime-Charaktere, Anime-Schiffe, die man sich im Laufe der Jahre jetzt hier in World of Warships so gesehen erkaufen und auch erspielen konnte. Und meine Fresse, das ist ein Typ. Es gibt einen Typ? Wo kommt der denn her? Meine Fresse, sind das viele jetzt schon. Ihr seht es, ich kann hier durchklicken und immer mehr Damen, Teerkreuzer, immer mehr Damen erscheinen hier und das nimmt gar kein Ende. Duke of York bestimmt auch noch. Tachibana. Nee, hier ist zu Ende. Also wir haben hier massig weibliche Anime-Charaktere schon, die in World of Warships jetzt hier schon, ja, erschienen sind. Und darüber während, also ihr kennt das hier bei mir, ich quatsche ein bisschen. Nebenbei klicke ich hier fix die Container durch. Sollte bei den Containern irgendwas Spannendes dabei sein, werde ich darauf eingehen. Sonst soweit werden wir uns hier einfach bloß durchklicken. Ui, die US-Kreuzer-Container. Vielleicht ziehen wir hier noch einen schönen Auftrag raus. Stars and Stripes, yeah. Hammergelde Tarnung. Weiter geht's. Das sind, glaube ich, die normalen Container davon. Da gab es einmal Premium-Container und da gab es einmal die normalen Container, die man sich auch erspielen konnte. So oder so hat man da eine wunderbare Möglichkeit gehabt, hier richtig, richtig geile Sachen zu erspielen. Und mit ganz viel Glück ziehen wir auch hier noch was raus. So. Angefangen hatte das Ganze ja mit den ARP-Schiffen damals. Mit der Kooperation Ars Nova, glaube ich, hieß das. Der Anime. Und ja, da gab es halt diese ARP-Schiffe. Und die ARP-Schiffe selber waren zum einen sehr beliebt. Viele, viele wollten den Auftrag unbedingt fertig machen. Aber zum anderen haben die Entwickler von World of Warships auch gemerkt, dass das überhaupt nicht ankommt teilweise. Viele, viele, viele waren total erbost, waren total genervt, dass diese Schiffe da waren. Und das war zu einer Zeit, wo man bei World of Warships noch nicht mal bestimmte Sachen wegklicken konnte. Ah, hier waren so ein Premium-Container. Dreimal die Tarnung und dreimal Hydra. Goll. Da konnte man bestimmte Sachen noch nicht mal wegklicken. Sprich, wenn du das nicht gemocht hast, also die ARP-Sachen oder die HSF-Sachen oder hier die Azulane-Sachen, dann konntest du das noch gar nicht wegklicken. Sprich, du warst gezwungen, es in deinem Hafen anzugucken und zu ertragen. Da haben sie aber schnell hinzugefügt, dass man es halt wegklicken kann. Und wie es nun mal so ist, warte mal, ich übersteuere, glaube ich, ein bisschen. Ich mache mir mal ein bisschen leiser. Wie es nun mal so ist, haben die Leute, die hauptsächlich gemeckert haben, es natürlich wieder nicht mitbekommen. Was wiederum bedeutet hat, dass sie denn immer noch gemeckert haben. Schwieriges Thema. Auch da für die Entwickler da wirklich so, ne, beide Seiten so ein bisschen zu betüdeln, ein bisschen zu bebauchpinseln, gar nicht so einfach. Möchte ich auch gar nicht tauschen, die Rolle, denn ihr kennt das selber, wenn ihr im Forum mal ein bisschen nachsucht, was da teilweise mal für Sachen stehen. Und entweder ist es total super freundlich und super hilfreich oder absolut toxisch, aber so ein Mittelding ist schwierig zu finden. So, aber darum geht es jetzt hier gar nicht. Es geht um die Anime-Inhalte und die Anime-Inhalte. Ich habe es ja schon oft genug gesagt. Ich bin großer Anime-Fan. Ich kenne eigentlich jeden halbwegs spannenden, guten Anime. Das heißt Anime, die Filme davon kenne ich auf jeden Fall. Die Animationsfilme teilweise auch. Und die Anime, angefangen hat das bei mir damals mit Prinzessin Mononoke und Co. Nee, Quatsch, das ging noch viel, viel weiter. Hier Dragon Ball und alles, die ganzen Serien. Aber die richtigen ersten Filme war so Prinzessin Mononoke. Wo man wirklich, meist lief das zu Weihnachten immer, wo man wirklich mal 2 Stunden Anime gucken konnte in einem Stück. Und die Art und Weise wurde das gemacht, das war ein Traum. Da konnte sich jeder Hollywood-Film wirklich eine Scheibe von abschneiden. Und ja, damit hat das bei mir so angefangen. Diese Spannung, dieses Fantasy-mäßige, das hat nie irgendwie ein Kinofilm für mich einfangen können. Und das habe ich bisher nur bei Animes wirklich gefunden. Und dafür brauchst du aber selber auch ein Fable für. Bei mir hat es angefangen damals mit Mangas lesen.
Bei mir hat das angefangen damals mit Banzai. Kennt ihr vielleicht noch. War damals so eine Zusammenfassung von mehreren Mangas, wo verschiedene drin waren, so zum Testen. Und ja, ich habe da denn selber halt immer mal, wenn ich in so einem Bücherladen war, welche gekauft, mir welche angeguckt. Damals war es, oh Alter, 20 mal Ouroboros. Das war jetzt einer von diesen gekauften Elite-Containern. Nice. Da war das halt so, dass man noch nicht großartig im Internet recherchieren konnte, sondern man einfach in so eine Bücherei gegangen ist oder einen Bücherladen und hat einfach mal geguckt, was da so rumsteht. Hat sich beraten lassen oder hat sich einfach irgendwas mitgenommen, hat ein bisschen geblättert. Da, wo große Augen zu sehen waren, hat als junger Bub hat man sich das denn halt gekauft. Ne, große Augen ziehen immer. Dadurch bin ich auch zu meinem Berserk-Manga übrigens gekommen. So, aber nur weiter. Es geht ja jetzt um World of Warship speziell. Und ja, da ist es nun mal so, dass wir diesen Inhalt haben. Gerade im japanischen, chinesischen Bereich. Ich weiß jetzt nicht, was von den beiden asiatischen Bereich, sagen wir mal so. Da ist es ja so, dass dieser Anime-Kult einen ganz anderen Stand hat als bei uns hier. Bei uns Europäer, wir sind ja eher so ein bisschen bodenständig, bisschen alles, weiß ich nicht, alle tragen schwarz. Sobald einer was Buntes trägt, ist das gleich merkwürdig, so in etwa. Und ja, bei denen, da ist es halt alles schrill, alles bunt und da sind Animes halt sehr, sehr beliebt. Was ich auch nachvollziehen kann. Naja, und auf den asiatischen Servern werden auch regelmäßig Events gemacht, da werden auch regelmäßig mehr Sachen gemacht mit Anime-Stil, mit Anime-Look. Und da haben sie halt sich gesagt gehabt, hier die Europäer, ey, das wollen wir doch eigentlich auch haben. Und dadurch kommt das immer so portionsweise zu uns auch rüber. Die Abschiffe konnten wir alle spielen, waren teilweise brechend schwere, lange Aufträge, war ja eigentlich bloß immer eine Abkong oder eine Abmyoko, die man da spielen konnte. So oder so, unbrauchbar, hat man nicht wirklich gebraucht. Also waren ja keine Premium-Schiffe, waren einfach bloß andere Schiffe. Im Nachhinein viel sinnvoller wäre gewesen, sie hätten aus der Miyoko ein Premium-Schiff gemacht. Oder dass man die irgendwie umwandeln konnte in ein Premium-Schiff und sie hätten die ganze Tarnung draufgeklatscht. Dass ich denn wählen kann, ob ich mit der Ab so und so Tarnung fahren möchte oder mit der Ab so und so Tarnung. Das wäre cool gewesen. Jetzt habe ich, oder der Trubanix hier halt auch, zig verschiedene Ab-Schiffe im Hafen, die ich nie irgendwie anfasse. Das ist schade. Also da in der Hinsicht hat Wargaming leider ein bisschen, ja, vorschnell gehandelt. Es war nicht gut durchdacht, sagen wir mal so. Sehr ärgerlich eigentlich. Naja, auf jeden Fall die Abschiffe, teilweise alle eigentlich recht gut zu erspielen, wenn man recht lange Zeit hatte, waren trotzdem schwer, die Aufträge. Aber der letzte Auftrag mit der Abnachi war nahezu unmöglich zu schaffen. Darum haben wir uns ja schon so oft aufgeregt über die Abnachi. Da musste man 20 russische Schiffe zerstören, glaube ich, oder 20 russische Kreuzer. Und das war die Zeit, wo es gerade mal die russischen Kreuzer gab, wo die gerade frisch rausgekommen sind. Und man brauchte die ab T8 Plus, wenn mich nicht alles täuscht, kann auch T7 Plus gewesen sein. Was wiederum bedeutet, du brauchtest ganz viel Glück, dass sie überhaupt mal in der Runde waren. Du brauchtest ganz viel Glück, dass irgendeiner mal überhaupt so weit schon gespielt hatte. Also nahezu unmöglich, diese 20 Dinger da fertig zu machen. Trotzdem haben das viele geschafft, lustigerweise. Da muss man mal wieder das Forum ganz groß loben. Da haben sich nämlich richtig Gruppen gebildet, die mit ihren Russenkreuzern dann tatsächlich sich abends da getroffen haben und zum Abschuss so gesehen bereitstanden oder überhaupt die Möglichkeit gegeben haben, sich abschießen zu lassen. Fand ich cool, als ich das so ein bisschen da mitbekommen habe. Naja, ich habe die Abnachi auf jeden Fall nicht bekommen. Im Nachhinein, ja, stört mich zwar noch ein bisschen, aber mein Gott, irgendwann kommt es vielleicht nochmal wieder. Auch wenn die Kooperation ja offiziell beendet ist. Was schade ist. Es hat so viel Potenzial. So viele Tarnungsmöglichkeiten. Die Kongo ist auch so ein geiles Schiff. Warum? Wieso nicht der Kongo irgendwie so einen Elite-Status geben, dass man mit der den Elite-Kapitäns-CP spielen kann? Und dann gibst du mir die ganzen verschiedenen Ab-Kongos, die ich im Hafen habe, und gibst mir Tarnung dafür. Und für euch da draußen, dass ihr euch die irgendwie im Nachhinein jetzt noch spielen könnt. Und dann hat man da ein sinnvolles Schiff, was man gerne mal spielt, weil es diesen Anime-Look hat. Das wäre cool. Aber leider nicht. Leider nicht, leider nicht. Da können wir uns auch meckern, da können wir meckern und zetern, wie wir wollen. Wird wahrscheinlich nicht kommen. So, was gab's denn? Die HSF-Schiffe. HSF-Schiffe selber, HSF Graf Schwee, HSF Harikaze. Harikaze? Ja, Harikaze, glaube ich. An sich, HSF Graf Schwee, totaler Reinfall, war genau das gleiche Schiff wie die normale Graf Schwee. Was heißt totaler Reinfall? War halt nichts Besonderes. Konntest du dir aber kein Skin kaufen, konntest du dieses Schiff nochmal komplett kaufen. Hast auch theoretisch zwei Graf Spieß in dem Hafen gehabt. Warum? Warum nicht einfach als Skin oder so, als Dublonentarnung, dass man die einfach zusätzlich raufklatscht mit besonderen Werten, besonderen Effekten beim Schießen und so weiter. Das würde doch reichen.
Nein, extra Schiff. Warum auch immer. Naja, auf jeden Fall konntest du im Premium-Shop halt kaufen. Und mit der HSF Karikase haben sie aber einen Vogel abgeschossen, weil die HSF Karikase... Warte mal, hat der Trubi die? Die hat die bestimmt. Trubi hat alles. Trubi hat bestimmt die HSF. Warte mal, boah, waren das Achter? HSF Karikase, das ist ja. Und damit haben sie einen absoluten Vogel abgeschossen. Äußerlich jetzt nicht unbedingt, da sind sie jetzt ein bisschen zurückgegangen, weil mit den Abschiffen, da, die sahen halt so aus, da haben sie ein bisschen Kontra bekommen hier von wegen, das sieht alles so extrem aus. Da haben sie es halt ein bisschen schlichter alles gemacht. Hier bei dem Äußeren, oh guck mal, man kann sogar noch eine andere Tarnung kaufen. Ah ja, die Isoroku-Tarnung, siehst du, die kann man sich noch holen mit der Katze. Bei dem Äußeren, wie soll ich jetzt sagen, Quatsch, bei den Modulen, da konnte man jetzt halt drei verschiedene Rümpfe einbauen. Dadurch hat sich der Spielstil dieses Schiffes komplett gewandelt. Entweder hast du viele kleine Türme gehabt mit 100mm Türmchen oder du hast einfach die dicken, fetten Türme genommen. 127er, 100er und dann nochmal 127 mit anderen Nachladezeiten. Hast du eventuell oder hast du denn mehr Flak gehabt und alles so eine Spielereien, aber auf einem Premium-Schiff. Du hast so gesehen drei Premium-Schiffe in einem gehabt. Und meine Fresse, ist das cool! Das ist doch genial! Wenn ich auf das eine mal keinen Bock habe, wechsle ich einfach um. Wenn ich mal irgendwie, weiß ich, mal den Spielstil mit den 100mm Ballerbuhnen üben möchte, dann stelle ich einfach um auf 100mm und spiele das Premium-Schiff. Mach nebenbei noch Credits. Geil! Ja, habe ich danach dann aber nie wieder gesehen. Was wiederum total schade ist. Aber mit der HSF-Reihe-Karte da, das fand ich persönlich, haben sie wirklich was Tolles gemacht. Was leider irgendwie ein bisschen untergegangen ist. Ja, schade ist. Wie gesagt, riesiger Anime-Fan bin ich. Aber das hier zu kombinieren mit World of Warships, ich bin ganz ehrlich, bevor das hier im Spiel kam, wusste ich gar nicht, dass es überhaupt so einen Markt gibt. Ach Gottchen. Oktober-Revolutionscontainer. Cool. War mir überhaupt nicht bewusst, dass es überhaupt so einen Markt gibt mit so einem Anime-Schiffen. Gehört hatte ich das bestimmt mal irgendwo, aber ihr wisst ja selber. Mit World of Warships, bevor ich damit angefangen habe, hatte ich mit Schiffen, Kriegsschiffen nicht viel am Hut. Ich kannte den Film Battleship, das war es denn in etwa auch. Gut, ein bisschen was wusste man auch, aber naja, das hat man jetzt über die Jahre halt gelernt. Und ja, mit der HSF Harikaze, fand ich, haben sie einen absoluten Vogel abgeschossen. Das war so genial, so cool, dieses, dass man es umbaut und einen anderen Spielstil hat. Aber leider habe ich das danach nie wieder irgendwie gesehen. Oder mir fällt gerade nichts ein, wo sie das aufgebaut haben. Was schade ist. So. Dann ging es weiter. Die Arsolane-Kapitäne. Die Arsolane... Achso, muss ich dazu sagen, bei den ganzen Abschiffen und bei den ganzen HSF-Schiffen, da war jeweils ja immer noch ein Kapitän dabei. Und der hatte eine eigene Stimme. Ui, Supercontainer. Boom! 100-mal Sulu Hotel. Jawohl. Das war mal ein schöner Supercontainer. Nehmen wir gerne mit. Soll ich gerade sagen... Genau, die haben alle immer eigene Stimmen. Sprich, wenn du diese Kapitäne bei dir ausgewählt hast, oder hattest damals, wenn sie vielleicht, man kann die ja sogar neuerdings sogar verkaufen, dann konntest du, oder entlassene Kapitäne, dann konntest du halt dir immer die original japanische Stimme von denen anhören. Das war cool. Sprich, die haben sich extrem viel Mühe eigentlich auch gegeben, Synchronsprecher dafür zu finden, die diese Stimmländer theoretisch sprechen. Oder die wurden aus dem Anime irgendwie rauskopiert, das weiß ich nicht. Keine Ahnung, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall ist das die Besonderheit dabei. Cool, Hafenstellplatz. So, dann ging es weiter. Das ist jetzt ein bisschen bei mir noch ganz aktuell, bei euch vielleicht auch schon wieder ein bisschen her. Die Arsolane-Kapitäne. Vielen lieben Dank, Tobi, übrigens nochmal. Der hat mir nämlich Großteil von den Kapitänen zukommen lassen. Dankeschön. Da war es ja so, man konnte sich einen Kapitän erspielen. Musste man separat sogar auf der Website noch auswählen, starten den Auftrag und erst dann konntest du den Auftrag im Spiel halt auch sehen. Warum auch immer sie das so kompliziert gemacht haben, wahrscheinlich um die Europäer nicht damit zu ärgern, dass irgendwas mit Anime im Spiel stehen könnte. Weil so konnten alle Meckerköppe das halt ignorieren und wurden damit nicht weiter belästigt. Das ist so typisch deutsch, ich weiß. So. Auf jeden Fall, einen konnte man erspielen und irgendwie sechs oder sieben, ich glaube sechs, konnte man kaufen. Und das finde ich wiederum ein bisschen schade. Ich verstehe es absolut, sie geben sich... Oh, Supercontainer. Boom! 100, oh, 50 mal Urubus, schön. Tolles Signal. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie die halt bloß im Shop so rausgehauen haben.
Also Großteil der Damen, die man da, die Anime-Damen, die man da noch erspielen konnte. Denn sie haben halt alle verdammt coole Stimmen gehabt. Und es gab nirgends Samples, dass man sich das anhören konnte. Sprich, du hast den Kapitän gekauft und konntest dir danach erst anhören, wie die denn so abgehen im Gefecht. Und ihr habt viele Folgen bei mir gesehen, wo ich die Anime-Kapitäne drauf hatte. Die gehen ganz schön ab, schreien dich ganz schön zusammen. Ja, und bei so'n Inhalten hätte ich das echt lieber, wenn man das komplett erspielen könnte. Ich verstehe aber auch, wenn sie eine Kooperation eingehen, dass das bestimmt auch irgendwie Geld kostet. In dem Ars Nova-Spiel, ich glaube, das ist auf dem chinesischen Markt, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, sehr aktuell. Da konnte man denn sogar aus World of Warships bestimmte Inhalte erspielen. Daher muss doch nicht mal bedeuten, dass die Kooperation irgendwas gekostet hat. Aber ja, im Endeffekt, sie wollten damit halt auch Geld machen. Ist ein Unternehmen, was halt Free-to-Play hier anbietet und da wird halt mit so zusätzlichen Sachen. Sie bringen ja keine Vorteile, sie sind ja nicht wie diese Pay-to-Win-Kapitäne, die sie rausgekotzt hatten. Sie sind ja wirklich, Kapitäne ohne wirkliche Vorteile, bloß mit anderen Stimmen und anderem Aussehen. Und da sage ich dem wiederum, ja gut, in anderen Spielen kaufe ich mir auch, gebe ich Geld aus, kaufe mir einen Skin für eine Waffe, kaufe mir ein neues Aussehen, neues Kleid für meinen Helden oder was weiß ich. Guckt euch mal hier League of Legends an, da sind bestimmt viele unter euch, die das auch mal gespielt haben. Wie viel Geld habt ihr da reingepulvert, um neue Helden freizuspielen? Ah, was kann man noch gut als Beispiel nennen? Ja, hier, World of Warships, Premium-Schiffe. Ja gut, die bringen ja aber ein bisschen wirtschaftlichen Vorteil. Boom, 50.000 freie EP, jawoll. Schönes Ding, also da würde er sich freuen. Gibt ja nur schon vier Schiffe, die man sich für Free XP kaufen kann. Da kann man nie genug Free XP haben. Wo war ich jetzt? Genau, Bonusinhalte in Spielen, dass man halt Geld dafür ausgibt. Und ja, mein Gott. Hat man denn hier halt auch gemacht, wenn man es unbedingt haben wollte. Das war wahrscheinlich auch der Weg, den sie gehen wollten. Wo ist mein Kumpel eigentlich, der hier unten putzt? Der ist irgendwie gar nicht mehr da. Da stehen da hinten jetzt zwei Hampelmänner. Was machen die da? Die gucken bloß. Kurios. Naja, ich bin mal gespannt, was in Zukunft da noch kommt. Die Azur-Lane-Kapitäne waren auf jeden Fall sehr interessant, weil das auch so eine Masse war gleich an Möglichkeiten, die man, womit man sein Spiel dann verändern konnte. Gab jetzt zweimal Schiffe, gab jetzt einmal Kapitäne. Vielleicht kommt jetzt nochmal irgendwas mit Kapitän oder aber sie gehen dann wieder in die Richtung, dass wir doch wieder Schiffe hier freispielen können. Würde ich cooler finden, dass man passend so ein... Gut, kann auch sein, dass wir zu den Azur-Lane-Kapitänen jetzt vielleicht noch passende Schiffe bekommen. Wobei die Azur-Lane-Kapitäne ja... Oh, noch ein Supercontainer. Boom! Ach Gott. Yeah, Reichweitenflieger-Modifikation. Juhu. Da wird der Trubi sich aber freuen. Ui, noch einer. Bam! Jetzt aber. ist nie passiert. Sorry, hat keiner gesehen. Aus, weg. Nein, nie passiert. So. Wo ich gerade... Genau, dass man vielleicht zu den Azur-Lane-Kapitänen noch was er spielen kann. Wobei man bedenken muss, die Azur-Lane-Kapitäne, die heißen ja alle so wie die bestehenden Schiffe schon. Nelson, Hipper, ihr wisst schon, die ganzen anderen Schiffe noch. Und ja, das bedeutet wiederum, wird es wahrscheinlich nicht extra Schiffe geben. Vielleicht aber noch einen Skin, den man sich dann irgendwie mal holen kann. Vielleicht werden sie es nur ausbauen. Ich bin da nicht so stark involviert bei dem Anime, bei der App, bei dem Spiel. Gibt's ja leider auch auf dem europäischen Markt gar nicht auf Englisch oder Deutsch. Gibt's alles bloß auf Chinesisch, was schade ist. Aber da bin ich nicht so, stecke ich nicht so weit drin, dass ich das irgendwie sagen könnte. Was ist das? Bismarck-Container? Nee, Yamamoto-Container? What? Yamamoto Isoroku. Okay. Okay, 5-mal rastloses Feuer und 5-mal See des Ozeans. Jawoll. Wo hat er den denn noch her? Ist das ein gekaufter? Oder konnte man den noch irgendwo spielen? Manchmal kommen ja auch Aufträge, dass man da irgendwie was freispielen kann. Ha, Fragen über Fragen. Naja, auf jeden Fall, ich bin sehr gespannt, wie das so weitergeht mit der Anime-Kooperation. Was War Gaming da noch so Schönes in der Hinterhand hat. Was sie da noch so planen. Ich würde mir wünschen, ein bisschen mehr Transparenz, ein bisschen mehr mit der Community. Gut, wir sind vielleicht der falsche Bereich dafür. Ich schätze mal, im asiatischen Raum, da wird auch viel mehr, was die Anime-Sachen angeht, mit der Community zusammengearbeitet. Hier in Europa, glaube ich, wenn Wargaming da einen Post eröffnen würde oder ein Video machen würde zu neuen Anime-Sachen, ja, da wäre, glaube ich, mehr Hate unter als irgendwie was Positives. Was schade ist. Ich gönne allen irgendwie neue Inhalte.
Und solange das Entwicklerteam dadurch nicht irgendwie gestoppt wird oder verlangsamt wird, würde ich doch mal sagen, kann man doch den Leuten, die das mögen, auch neue Anime-Inhalte gönnen. Naja, meine Meinung, woo, Non-Super-Container, boom, 100-mal Sierra, jawoll. Und damit haben wir einen krönenden Abschluss für diese wunderbaren 130 Container. Ich bin mit dem Thema jetzt soweit auch durch. Eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Das Ganze ist ja hier jetzt langsam zu so einem Laberprojekt irgendwie, hat sich das entwickelt. Mag ich aber, finde ich cool. Ihr hoffentlich auch. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Danke an Trubi, dass der so fleißig hier gesammelt hat. Wir werden uns bestimmt irgendwann mal wieder bei dem Trubi hier auf dem Account befinden. Und ja, mal gucken, was er uns da so mitbringt. Reingehauen, bis zum nächsten Mal. Nächsten Sonntag geht's weiter. Wenn ihr selber mal Container sammeln wollt, dann einfach mich anschreiben über Discord oder teamcrado@gmail.com, so rum. Einfach mal melden, Discord ist aber einfacher. Und am besten, ihr fangt so wie der Trubi hier mit einem Supercontainer an und sammelt dann einfach so 60, 70, 80 Container. Das reicht absolut. 130 müssen es nicht sein. Auch an dich, Trubi. Nächstes Mal nicht ganz so viele Container, weil dann habe ich ein besseres Format. Da kommen wir immer so auf 10 bis 12 Minuten und das passt dann eigentlich immer, denn jetzt gerade wird wahrscheinlich schon gar keiner mehr zuhören. Oder? Hörst du noch zu? Hallo? So, reingehauen, bis zum nächsten Mal, euer Team Crado.